Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Forest. So, ich habe jetzt total vergessen, was wir eigentlich zu dieser Folge vorhatten. Deswegen werden wir erstmal das machen, was wir immer gut können. Bäume schlagen und bauen. Und, ah ja, jetzt wo ich auf die Arme hier schaue. Knochenrüstung hatten wir letztes Mal gesammelt. Und ja, dann könnten wir auch eigentlich, wenn sich die Gelegenheit ergibt, auch weiterhin Knochen sammeln und noch mehr Rüstungen bauen. Obwohl, wenn wir hier irgendwann hier vorne auch so weit sind, dass wir hier die Siedlung weiterbauen, sobald der Turm von da hier rüber führt. So, dass wir auch einen Durchgang haben. Können wir darum auch Fallen bauen und so weiter gegen die Ureinwohner. Und dann wäre es auch möglich, dass wir immer mehr und mehr Knochen sammeln können. Dass wir da irgendwie so eine Stelle platzieren, wo man hauptsächlich von den Ureinwohnern hier die Leichen draufschmeißt, Lagerfeuer sind. Und dass es halt dann einfach nur noch ein Farmspot ist oder sowas. Einen Garten müssen wir auch auf jeden Fall irgendwann mal da oben platzieren. Aber ich würde sagen, den Garten machen wir auf die oberste Etage. Dass wir da hauptsächlich, keine Ahnung, was man hier alles pflanzen kann, aber dass man das alles dann dort anbaut. Na, da sind auch schon wieder ein paar Bäume. Wollen wir hier hin vielleicht erstmal? Komm, lass mal erstmal hier hin. Dann sammeln wir halt die, die da hier schon nachgewachsen sind. Und dann würde ich sagen, schippern wir da hinten an den Rand wieder weiter. Und sammeln da die Bäume, weil die dort deutlich näher sind mittlerweile. Ja. Ich sagen, machen wir so. Keine Ureinwohner da, schade. Obwohl hier wäre es irgendwie ein bisschen doof, sagen wir so, weil auf das Lagerfeuer auf dem Boot können wir die ja nicht hinschmeißen, die Leichen von denen. Weil dann fliegt unser Boot, unser Floß, dann wieder meilenweit durch die Lüfte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. 10 Schläge für den Baum. Komm. Geht's. So. Zweiter Baum. Baum fällt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins. Komm, die beiden nehmen wir auch noch mit. Eventuell den da auch noch. Rechts. Seht ihr? Da ist ein Bambi. Ne, den könnt ihr nicht sehen. Da ist ja genau meine Basecamp vor. Aber da, da ist ein Bambi. Komm schon. Zwei Bambis. Und den hier auch noch. Ja.
Und den hier nehmen wir noch. Komm, triff den doch. Ja. Zielwasser trinken. Hier ist mein Zielwasser. Wie lange willst du noch an dem hauen? Nein, falsche Richtung. Oh. Egal, dann los. Ja, wieder außer Puste, natürlich. Was denn sonst? Ja, flieg weg, genau. Ja, ein bisschen Fleisch haben wir noch. Können wir gleich noch ein bisschen was grillen, wenn der Hunger kommt. Ja, trinken und essen müssen wir auf jeden Fall gleich. Können wir das eben machen? So, ein bisschen Fleisch. Hier ein bisschen was zu trinken haben wir. So, Essen fertig. Dann können wir jetzt weiter sprinten. Und erstes voll. Obwohl, da kommen die Bäume auch schon ein bisschen näher, glaube ich, wieder. Hallo? Da hänge ich an dem Ding fest. Da auch nicht noch keine Ureinwohner hier. Und ich würde gerne heute auch ein bisschen mehr Knochenrüstung aufbauen. Weil umso mehr Knochenrüstung ich habe und auch ein bisschen auf Tasche habe, umso mehr können wir dann halt in den Höhlen und so weiter aushalten. Und dann können wir uns auch mal ein bisschen mehr Eier wachsen lassen, da weiter reinzugehen. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie stark jetzt eigentlich Thrombosen Jonas und so weiter sind. Aber mit etwas Knochenrüstung, glaube ich, können wir da ordentlich und was hier aushalten, sagen wir mal so, und länger gegen die ankämpfen und vielleicht den einen oder anderen da so abschlachten, sag ich jetzt mal. Ausschalten, auseinandernehmen. So, erstmal wieder Ausdauer tanken, natürlich.
Was mein Holz? Haben wir jetzt auch, haben wir auch genug Bäume hier abgeholzt, um alle hier voll zu machen? Oder müssten wir eventuell noch einen abholzen? So, wo ist denn die Sonne? Da. Geht gleich unter. Okay, dann müssten wir das noch vor Anbruch der Dunkelheit einmal geschafft haben. Denn nachts habe ich so das Gefühl, sind die stärker. Auf jeden Fall gefährlicher, aber allein schon aus dem Grund, weil nachts sieht man die schwerer. Und ich denke, das Spiel ist noch nicht so ausgearbeitet, dass die mich nachts auch schwerer sehen. Die können mich sehen, weiß ich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die mich nachts schlechter sehen als tagsüber. Hier haben wir noch ein Holz und... So. Immer dieses Hin und Her. Müsste eigentlich den Wagen von da hinten hier hinschleppen. Dann immer wieder von hier... Hin und her. Den Wagen immer voll machen, hin und her. Und dann hier immer einmal voll machen. Beziehungsweise den Wagen erstmal voll machen. Dann mit dem Wagen hier rüber schippern. Und das alles dann vom Wagen auf dem Schiff. Und dann vom Floß, meine ich. Und dann den Wagen vom Floß wieder dahin. Und dann weiter abholzen. So müssen wir das eigentlich machen. Aber nee, stattdessen laufen wir unsere 10.000 Schritte hier hin und her allein vom Baum, Bäume fällen. Erreichen wir unsere 10.000 Schritte am Tag. Ah, da haben wir noch ein Holz und hier. Wo ist denn eigentlich der Rest vom Holz? Hallo Bambi. Hier haben wir noch einen, aber ich glaube, da fehlt noch was. Ja, glauben ist nicht wissen. Dann fällen wir gleich noch vielleicht ein oder zwei Bäume. Ich glaube zwei. Oder? Ja. Einer gibt immer 4 bis 5 Holz. Dann 1, 2, 3, 4. Ah, 4 Bäume. 4 Bäume brauchen wir noch. Nehmen wir den oder komm, wir holen uns erstmal dieses eine Holz, was hier noch steht, liegt. Ja. Gucken noch einmal, ob hier noch vielleicht einer ist. Dann würde ich sagen, scheppern wir mal darüber. Da unten hin. Und fällen da nochmal. Ja, die Abenddämmerung beginnt schon. Das wird gleich ein Spaß. Aber ey, man sieht schon langsam wieder da hinten schon was wird. Die ersten Wände kommen da. Das ist schon nice. So.
Vor allem auch 309 Baumstämme brauchen wir insgesamt noch. Ja, wieder so viele Schildkröten. Ich glaube, bis dahin wird es schon reichen. Komm. So. Ja, jetzt ist es extrem dunkel. Die Bäume sehe ich jetzt auch noch kaum. Auch gut. Jo, dann essen wir eben noch was. Jo, komm, legen wir zwei drauf. Fällt noch drauf. Komm schon. Ja. Erst das fertig. Und ja. Leute, merkt euch das auf jeden Fall. Essen, dann seid ihr nicht mehr müde, ja? Da kommt kein Schnitzelkoma oder sowas auf euch zu. Dann seid ihr voller Energie. Ihr braucht nie wieder zu schlafen, ihr müsst nur essen. Ich glaube, hier vorne wird schon reichen. Ja, hier müsste schon reichen. Dann noch Licht an. Und dann nehmen wir den Baum schon mal. Nein. Hi. Ja. 5, 6, 7, 7, 8, 9. Boah, Bambi. Den haben wir. Boah, ich dachte schon, die ganzen Bambis. Ja, das ist ganz gut stehen geblieben. Dass die direkt hier vor mir stehen. Das wäre echt bitter gewesen. Wären die direkt vor mir? Die ganzen Ureinwohner. Es wäre schön, wenn ich die Bäume auch ein bisschen besser sehen könnte. So, dann hauen wir den hier noch zu Klump. Boah. Komm, fall um.
Fast auf Bambi. Bambi gelandet. Oh, gibt 5 Baumstämme. Nice. So, der hier ist voll. Habt ihr das gehört im Hintergrund da? Können wir nichts mehr rein, also hier. So. Irgendwas im Hintergrund hat da irgendwie geschrien oder sowas. Ganz leise oder kam mir zumindest so vor. So. Das ist jetzt der letzte, den wir fällen. Komm schon. Ja. Diese Richtung. Los. Ja. So. Wir hätten noch Platz für 2 Baumstämme, aber dafür haben wir die falschen Bäume. Immer. Wie viele haben wir hier überhaupt? 1, so, 3, 4, 5, 6. Hm. 6 Stück ist auch nicht schlecht. Wenn wir irgendwie noch 2 oder noch 4 platzieren könnten, das wäre geil. Aber so viel Platz haben wir auf diesem Floß leider auch nicht. An sich, wir könnten ja eigentlich auch auf die beiden hier verzichten oder hier noch mal so ein Ding hier bauen. Lagerung, Stocklager, Baumstammlager. Wir den dann hier noch mal einen. So. Ja. So viele Stöcke haben wir leider nicht mehr. Aber dass wir dann zumindest schon mal bei 7 davon sind. Dann könnten wir auch schon mal insgesamt 7 Baumstämme. Wo sind sie? Da ist einer. Ah, da ist die gesamte Truppe. Die rennen alle ins Wasser. Hallo. Der kleine Gollum da. Das sind die Weißen, die sind gefährlich. Die sind gefährlicher als die normalen. So, wir haben wieder Durst. Trinken wir eben. Wir haben nichts mehr zu trinken, ne? Wir haben gar nichts mehr zu trinken. Jetzt bräuchten wir einen Regen. Jetzt bräuchten wir Regen. Sonst müssten wir hoffen, dass dort vorne, vielleicht noch in der anderen Schildkröte, noch ein bisschen Wasser ist. Sind die weg? Ja. Essen haben wir schon mal. Und
Ja. Da können wir uns zumindest was zu essen machen. Schaut euch nur an, wie die Schildkröten gerade auf dem Weg sind zu den Ureinwohnern. Wahrscheinlich haben die schon vor, so einen Plan sich ausgearbeitet, die Ureinwohner zu dezimieren. Oh. Nein, ist noch nicht fertig. Schade. Und schade, dass ich hier gar nichts mehr zu trinken habe. Absolut schade. So. Also wir wollen längere Fahrt nach Hause. Was ich jetzt auch am Überlegen bin, was eine geile Transportmöglichkeit wäre von der einen Insel zur anderen. So, wir hatten ja das mit der Seilbahn ja am Anfang versucht. Und wenn wir sowas in der Richtung halt wieder machen würden, nur halt das mit zwei Türmen, so dass irgendwie bei dem einen Turm so ist die eine Seilbahn hier im obersten Stockwerk und geht auf den anderen Turm rüber in den zweitobersten, sage ich jetzt mal so. Sagen wir mal so, auf dem einen Turm zweiter Stock und in den anderen Turm hier in den ersten Stock. Und das dann auch für den Rückweg genau andersrum ist. So, dass man immer mit der Seilrutsche hin und her. Aber dass beides im Obergeschoss sind, dass die Ureinwohner nicht so einfach da hochkommen. Wäre meine Idee. Sind wir schon da oder bilde ich es mir nur ein? Der Weg dauert ja auch ewig, ja, Jahrtausende hier schon. Guck mal, die Nacht ist schon gleich um. Wir haben jetzt eine ganze Nacht mit dem Floß gefahren darüber und haben nichts zu trinken. Wir brauchen Alkohol. Jo, wir sind da. Aber erstmal schauen, ob bei der Schildkröte da hinten Wasser gibt. Ja, wir haben hier Wasser. Ich würde sagen, wir machen ein kleines bisschen so. Und dann so. Dann sind wir hier zumindest besser angelegt und können da schon mal rüberlaufen.
So. Oh, Licht brauchen wir auch nicht mehr. Und dann bauen wir hier das auch schon mal stückchenweise jetzt schon mal weiter. Zumindest in einen Raum. Dass wir den dann hier fertig haben. Jo, der ist durch. Nice. Das ist der nächste. Und spinnen wir auch jetzt mal darüber. Okay. Hier bräuchten wir auch mal so einen Karren. Ich vermute, wir werden hier schon mal den ersten Raum heute durchhaben, fertig haben. Sobald wir den fertig haben, machen wir mit dem nächsten weiter. Und ich würde sagen, der nächste wäre dann wahrscheinlich Lagerraum wohl eher nicht. Aber ja, vielleicht schon mal die erste Wand vom Flur und dann gehen wir von da aus weiter. Natürlich sind wir wieder am Ausbauen hier. Soll es auch anders sein? Wir haben einfach nie Energie. Wäre auch cool, wenn wir hier irgendwie so ein Skill Tree oder sowas hätten. So, der hier wäre auch schon mal fertig. Interessant mit dem Fenster. Dann würde ich sagen, die Wand, dann die und dann die. Und hops. Oder komm, vielleicht eher die hier. Sind auch immer fünf Baumstämme. Na, immer fünf Baumstämme hier pro Wand. Also geht auch dann relativ schnell so eine Wand. Und dann hätten wir auch einmal einen Hammer nach dem anderen weniger. Zwei. Die Ausdauer. Gleich erstmal was zu essen machen. Kann man hier irgendwie auch Fleisch und so weiter räuchern oder so, dass die haltbarer sind? Dass wir die dann auch lagern können? Gibt es da auch so eine Möglichkeit? Wisst ihr das? Dass wir irgendwie so ein Trockenfleischlager haben oder sowas. Jetzt sind es zwei. Erstmal Lagerfeuer. Und dann die eine Schildkröte draufschmeißen. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ist. Komm, schmeiß mir nochmal Geld rein. So, und da ja die gestrige Folge heute ein bisschen kürzer war, machen wir heute sogar ein bisschen länger, so ein kleines bisschen überziehen.
So. Dann ist das wieder ausgeglichen und so. Denn da gestern so um die 20 Minuten vielleicht war, machen wir heute dann so, sagen wir 40 Minuten um den Dreh. Dann passt das wieder. Dann hoffe ich, ihr seid glücklich. Ich werde dann damit auch glücklich und ja. Nium. So. Eine Wand noch. Nice. Ist der Raum fertig? Und diesmal haben wir mehr als genug Baumstämme, ey. Wir waren irgendwas bei 309 oder so. Gleich haben wir schon mal 20 weniger. Die beiden, die jetzt weg sind. So, jetzt haben wir schon 20 weniger Baumstämme und 20 weg. So, hier haben wir den Raum schon mal fertig. Dann würde ich sagen, fangen wir mit der Wand an. Machen mit der weiter. Und sobald wir die Wand fertig haben, geht es mit diesem Raum hier weiter. So, hier ab runter. So, noch zwei, also sieben. 14 Baumstämme habe ich noch. Also siebenmal hin und her. Ist noch vor uns. Aber ey, egal. Das, die Festung hier, die wird langsam. Und dann, sobald hier die ganzen Wände stehen, können wir uns hier auch langsam einrichten und alles. Und dann sehen wir im Nachhinein, was war jetzt unnötig von mir, was war jetzt gut. So, was hätte man besser machen können? So, nächste Wand steht. Dann geht es hier jetzt weiter.
Ja. Ich glaube, wenn wir damit fertig sind, also mit den letzten paar Hin- und Herlaufereien mit wegen dem Holz, dann ist schon wieder Nacht. So, dann fangen wir mit der Wand an. Ja, komm. Oh, die Ausdauer ist auch schon wieder im Arsch. Boah, hier zu laufen, das ist nichts für Epileptiker, so wie das mit dem Licht ist. So, da sind noch die letzten sechs. Mit diesen hier auf den Armen sind acht. Jetzt haben wir wieder epileptische Anfälle und. Das Licht. So. Die Wand haben wir jetzt. Und hier. New. So, gleich haben wir es hier. Noch einmal laufen deswegen und dann werden wir mit der nächsten Wand anfangen. Der Schatten ist geil. Wo steht denn die Sonne? Ist gleich schon Abend. Die Abenddämmerung beginnt gleich. So, nice, der ist auch fertig. Und letztes Mal laufen. Ich finde es aber auch krass, wie schnell die Ausdauer am Arsch ist hier.
So, ich würde sagen, wir machen so rum. Dann diese Wand jetzt als nächstes. Sobald wir die Wand fertig haben. Die, dann die, dann die und dann die beiden. Dann ist der Bereich auch schon mal zu. Und dann können wir hiermit anfangen und dann geht's hier einmal so rum. So und dann die. Dann erstmal überlegen, ob wir den hier machen, wie da meistens Sinn machen, dass wir den als nächstes, weil der hier wäre dann bis hierhin ja schon zu. Dass wir dann den hier als nächstes machen, den Raum. Und danach das hier und das da. Und dann zum Ende hin den ganzen Rest hier. Und sobald das durch ist, machen wir hier nochmal einen Boden drüber. Über die komplette Anlage. Und ja. Und sobald hier ein Boden ist, also beziehungsweise ein Dach, eine Decke drüber, machen wir hier nochmal eine Treppe, die nach oben führt. Und dann quasi nochmal so eine Art Burgmauer oder sowas ähnliches drumherum. So. Sind sogar schon bei 47 Minuten. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Zu dieser etwas längeren Folge. Und hoffentlich sehen wir uns wieder in der nächsten. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.